Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge The Buzz auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Die erste Folge, ja, habt ihr ja ziemlich gefeiert. Und wir befinden uns heute hier auf der Berliner Allee, Ecke Indira Gandhi Straße. Und ich möchte euch heute, ich drehe mal das hier so ein bisschen, immer wenn ein Fahrzeug vorbeifährt, dreht sich die Kamera, das so ein bisschen, ja, das triggert mich. Und ja, ich möchte euch heute den Betriebshof in der Indira Gandhi Straße zeigen, der, das sage ich vorweg, in dieser Early Access Phase zum Start noch nicht funktioniert. Also der ist noch nicht funktional. Man kann da allerdings schon hinfahren und ich möchte mir den heute mit euch zusammen mal angucken. Das wird dann, wenn ihr gerade, wenn der Wirtschaftsmodus dann rauskommt, quasi euer Stützpunkt werden, euer Betriebshof, wenn ihr eure eigene Firma gründet, und da werden dann eure Bustouren auch starten. Ihr startet dann da an der an dem Betriebshof und müsst dann zu eurer Starthaltestelle fahren. Und ja, das möchte ich heute mit euch mal ausprobieren. In der ersten Folge haben einige angemerkt, da fehlen ja hier die Tramschienen. Ja, das ist richtig. Das ist wahrscheinlich noch dem Early Access geschuldet, aber es soll dann in der zweiten Phase, soweit ich mich erinnere, auch KI-Trams dann geben, die hier durch die Gegend fahren. Und spätestens dann müssen natürlich auch die Schienen liegen, ganz klar. Zur kurzen Einordnung, hier ist die Haltestelle Alexanderplatz. Die ist hier und ich bin die ganze Strecke einmal nach hier hinten gefahren, bis hier. Und hier ist dann der Betriebshof. Das ist befahrbar. Ich habe versucht, zur Siegessäule hier zu kommen. Wollte hier abbiegen, aber da war eine Sperre drin an der Ecke. Das kann man wahrscheinlich noch nicht besichtigen. Werd mal gucken, dass ich die Tage mal versuche, hier runterzukommen oder ja hier irgendwie durchzukommen. Ich, ja, werde mal schauen, aber ich denke, dass das noch nicht befahrbar ist. Das wird dann im weiteren Verlauf des Early Access wahrscheinlich hinzukommen. Was mir in der ersten Folge auch passiert ist, wir können ja schon mal losfahren. Was mir in der ersten Folge auch passiert ist, ganz klar, ich habe den Dom als Reichstag bezeichnet. Das ist natürlich schon ziemlich peinlich. Hier hinten ist übrigens der Weißensee da in dem Park. Hier haben wir dann auch Schienen liegen, wie ihr seht. Ja, das ist natürlich ziemlich peinlich gewesen für mich als Nicht-Ortskundiger. Ja, sei mir das aber verziehen. Ihr seht ja auch die Oberleitung, da muss noch nachgebessert werden. Aber das ist im Moment ja auch ein Bereich, der, was die TXL-Linie angeht. Ja, ich bin jetzt einfach hier hingefahren, damit wir uns den Betriebshof mal angucken. Aber hier findet das Spiel im Moment ja noch gar nicht statt. Also sei es den Entwicklern verziehen, dass wir hier noch so ein paar Fehler drin haben. Klar, auf der TXL-Linie haben auch teilweise Schienen gefehlt in den Bereichen, wo die Tram fährt. Hier liegen die Schienen, auch die Oberleitung ist da. Und ihr habt auch gesagt, die Sprecherin, die die Ansagen macht in den Fahrzeugen der BVG, die wäre in Rente gegangen. Und deshalb ist es für TML nicht so einfach, da irgendwie die Lizenz zu kriegen, da die Frau nicht mehr zur Verfügung steht. Ich bezweifle, dass wir hier nur 30 fahren können. Genau, jetzt können wir 60 fahren. Jetzt fahren wir hier geradeaus. Da ist das große M links. Rausfliegen. Und ich habe auch einige Nachrichten bekommen, dass das Ganze hier definitiv Wiedererkennungswert hat. Übrigens wird es auch zu gewissen Uhrzeiten mehr Verkehr geben, zur Rush Hour. Das wird dann morgens sein, beziehungsweise Feierabendverkehr. Das finde ich auch ganz cool geregelt. Und jemand hat auch gesagt, oh, wir müssen hier abbiegen, hier sind wir schon. Jemand hat auch gesagt, wahrscheinlich ging der Nebel nicht, weil die Uhrzeit nicht gepasst hat. Das kann natürlich auch sein. So, und hier haben wir den Betriebshof, der Indira Gandhi Straße. Fahren wir hier einmal rein, den kann man nämlich schon besichtigen. Da seht ihr auch das Logo da schon.
das Grüne. Wir fahren da mal hin, mal gucken, was da passiert. Ich war hier tatsächlich noch nie, aber das sieht aus wie, ja, so ein Logo. Wenn man da drauf fährt, kann man dann in seine Zentrale springen. Schauen wir mal, ob das schon funktioniert. Aber ich denke nicht. Nein, da können wir noch nichts drücken. Das Logo verschwindet zwar, aber wenn wir hier anhalten, da passiert noch nichts. Ja, ein riesen Betriebshof. Was ich natürlich feiern würde, ist, wenn dann der Betriebshof eine Funktion bekommt, dass wir hier dann auch einiges an Bussen stehen haben. Wenn das Ganze natürlich so leer ist, wirkt das natürlich nicht gerade schick. Generell KI-Busse gibt es ja auch noch gar nicht. Was haben wir hier? Sind das Schließfächer? Sieht fast so aus, ne? Ne, das sind Stromkästen. Ist das hier? Sind das Ladestationen für die E-Busse oder wie? Sieht mir fast danach aus. Kommt so rüber. Fahren wir mal ein bisschen weiter. Wir könnten natürlich auch hier rumlaufen. Es ist auf einmal so dunkel, oder kommt mir das nur so vor? Hier ist die Halle, wo wir rein können. Wir steigen mal aus. Laufen einfach mal eine Runde. Es wirkt auf einmal so dunkel. Sprinten kann man leider nicht. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt hier mal an. Hier kann man auch reingehen. Hier sind quasi die, wenn die Busse dann gewartet, hier haben wir diese Gruben. Kann man dann von unten den Bus begutachten. Eine Riesenhalle hier. Hinten stehen Paletten rum. Kann man nicht reingehen. Hier schweben Handschuhe. Ja, das Ganze wirkt jetzt natürlich noch ziemlich leblos. Aber ich hoffe, dass sich das dann, wenn dieser Betriebshof ins Spiel kommt, damit er dann unsere Zentrale quasi abbildet, wo dann unsere Touren immer starten, dass das Ganze dann auch, ist noch eine Halle, da gehen wir auch gleich noch hin, dass das Ganze dann natürlich lebhafter wird. Ja, wir können nicht sprinten. Wenn ich Steuerung drücke, dann kriege ich quasi. Das Tempo ist das höchste, was ich im Moment gehen kann. Hier stehen auch noch so ein paar Paletten rum. Was haben wir hier? Was ist das? Backsteine, okay. In das Gebäude scheinen wir nicht rein zu können. Hier ist noch allerlei Schutt. Gehe in den Bus, ja, schon klar. Möchte ich aber nicht, möchte mir das hier angucken. Ja, ich dachte, das Ganze ist für euch auch recht spannend, wenn wir uns das mal hier angucken, weil der Betriebshof ist echt richtig groß. Und ich habe auf Google Maps mal von oben geguckt. Und das Ganze scheint auch ziemlich, ziemlich gut nachgebaut zu sein. Hier stehen die Autos. Auch hier, das wirkt halt, ja, es gibt so Metallic-Lack, aber ja, das ist halt noch ein bisschen unschön, ne? Auch schön hier so ein kleines Detail, dass die Autos nicht so in Reihe und Glied geparkt sind. Also ein Auto vorwärts, eins rückwärts, abwechslungsreich. So kleine Details finde ich dann schon immer ziemlich genial. Ja, dann haben wir hier wahrscheinlich den Mitarbeiterparkplatz hier. Da vorne. Gehen wir gleich auch noch hin. Da ist auch noch ein kleines Gebäude. Schauen wir mal hier, was es hier noch gibt. Auch noch mal so Wartungsbuchten. Wahrscheinlich für die Gelenkbusse. Ist das hier die Waschanlage? Auch hier die ganzen Leitungen. Ist natürlich schön im Hochsommer, wenn man hier drin arbeitet, ne? Schön wie so ein Gewächshaus. Ja, sieht mir nach Waschanlage aus. Was heißt Waschanlage, sondern hier werden die Busse dann wahrscheinlich gereinigt mit Hochdruckreinigern.
Da hinten seht ihr auch Passanten laufen. Wirkt dann natürlich auch alles ein bisschen immersiver. Hier haben wir auch noch Gebäude, können wir da auch rein. Das sind wahrscheinlich die Verwaltungsgebäude. Auch viele Autos geparkt. Können wir hier rein? Nee, leider nicht. Mal gespannt, ob das dann hier quasi unser Firmensitz wird, wo wir auch reingehen können. Also ihr seht schon, also wirklich ein Riesengelände hier. Und ich glaube auch, dass es in Berlin mehrere Betriebshöfe der BVG gibt. Das ist also nicht der einzige. Nee, hier können wir nicht rein. Schade, schade. Das hier wird, wie ich ja eben schon sagte, wahrscheinlich der Mitarbeiterparkplatz sein. Ja, ist schon riesig, ne? Wie viele Busse hier hinpassen. Es wirkt so, als würde Gewitter aufziehen, ne? Aber, ja, die Wolken bewegen sich gar nicht, ne? Nee. Wie gesagt, hier haben wir auch noch ein kleines Gebäude. Gucken, ob wir da reinkommen. Na, sieht auch nicht so aus. Hier steht ein LKW. Ein Seikan. Okay. Soll dann wahrscheinlich Scania heißen. Verstehe ich jetzt nicht so wirklich, weil wir haben ja den Scania-Bus. Warum sie denn hier für den LKW keine Lizenz haben? Das ist ein bisschen komisch. Ja, hier kommen wir auch nicht rein. Aber ist schon recht schick, das Ganze. Ziemlich groß. Und ich hoffe, dass sie noch eine Funktion einführen, dass man auch sprinten kann, weil das ist ja wirklich ein bisschen langsam. Da vorne ist noch ein Gebäude, da fahren wir mit dem Bus hin. Ganz da vorne am Eingang. Mal schauen, ob wir da was machen können. Steigen wir nochmal ein. Und ihr habt doch gesagt, dass die BVG gar keine Solobusse hat, dass es tatsächlich nur Gelenkbusse gibt bei der BVG. Das sieht aber aus, als würden wir da reingehen können, ne? In dieses Gebäude hier. Ja, das sieht gut aus. Nee. Auch das Gebäude scheint nicht begehbar zu sein. Zumindest im Moment noch nicht. Das ist die Leitstelle, hm? So macht es den Anschein. Vielleicht von hier? Nee, hier ist gar keine Tür. Oder ist hier der Eingang? Ah, guck mal hier. Ah, hier ist der Eingang. Guckt mal hier, hier können wir reingehen. Genial. Ja, das war's dann aber auch schon. Schade. Zu früh gefreut, ha? Hier lang? Nee. Schade. Aber auf jeden Fall wird das wahrscheinlich dann die Leitstelle sein. Nee, wir können hier nichts öffnen. Und hier ist dann der Eingang. Hier unten vielleicht noch hier? Nee. Wo wir dann Touren planen können, auch für unsere Mitarbeiter, die wir dann einstellen können. Ja, das war das Gelände hier des Betriebshofs an der Indira Gandhi Straße. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Eindruck geben.
wie gesagt, ein ziemlich großes Gelände. Im Moment, um das nochmal zu betonen, total ohne Funktion. Und ich glaube, das wird in der ersten Phase des Early Access auch so bleiben. Und es soll dann in der zweiten Phase dann auch jede Tour hier beginnen. Das könnt ihr aber, wie gesagt, auch ausstellen, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Und im Wirtschaftsmodus gehe ich fest davon aus, dass hier euer Stützpunkt ist, von dem ihr dann alles planen könnt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.